Ja, du in die Mitte. Perfekt. Es ist schön, euch wieder so in Präsenz zu sehen. Ja, ich glaube, Technik stellt noch kurz alles ein, da wir parallel einen Livestream haben. Und dann starten wir auch direkt durch. Ich kann euch ja schon mal vorab sagen, dass wir das nicht im Bewegtbild haben. Wir trainieren, beziehungsweise die Mannschaft trainiert im Anschluss. Ich gucke nur zu, Rino. Trainiert im Anschluss ca. 16 Uhr, 16, 15. Ich gucke mal auf die Uhr, jetzt haben wir es 15.05 Uhr. Also wenn wir vielleicht uns so in einer halben Stunde, 40 Minuten bewegen, wäre das ganz gut für die Planung. Wir bieten auch am Freitag nochmal eine Pressekonferenz an, dann konkret zum Spiel, zur ersten Aufgabe in Bremen. Heute eher die Vorstellung, sodass ihr einen groben Rahmen, groben Ablauf schon mal kennt. Ja. So, Markus, ich sehe, du stellst noch alles soweit scharf. Ton ist ja schon mal da. Perfekt, ja. So, und ihr kennt es ja, wie früher sozusagen, Frank ist mit dem Mikro da und kommt dann immer zu euch, kurzes Handzeichen, ich rufe auf. Den Raum könnt ihr auch im Anschluss noch nutzen als Arbeitsraum. Ne? Also wer aktuell dann noch was wegschicken muss etc. Ja, machen wir nach dem Training auch noch. Ne? Also Training ist ja eh nur die ersten 15 Minuten offen und danach könnt ihr hier rein. Klar, gerne. Du hast alles im Kasten, ne? Du drückst dreimal drauf. Deinen Job hätte ich auch gerne, Olaf. So. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden. Der Anlass ist ein ganz besonderer. Wir freuen uns, unseren neuen Cheftrainer vorzustellen. Dazu begrüße ich ganz herzlich zum einen natürlich Ralf Becker, unseren Geschäftsführer Sport, und unseren neuen Cheftrainer Guerino Capretti. Rino, schön, dass du bei uns bist. Schön, dass du bei der Sportgemeinschaft bist. Wir würden zunächst, Ralf, bei dir starten. Kannst du uns zu Beginn erklären, warum Rino der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist? Ja, von mir erstmal ein Hallo an alle. Ich würde noch mal ein bisschen zurückgehen, also nicht bei Rino anfangen, sondern mich hier auch noch mal die Möglichkeit nutzen, mich beim Alex zu bedanken für die Arbeit, die er hier geleistet hat in dem knapp einem Jahr, wo er Trainer bei Dynamo war. Habe ich ihm gestern auch noch mal gesagt, ohne ihn, ihr wisst ja wahrscheinlich alle noch, es ist ja nicht so lange her, wir hatten letztes Jahr in der dritten Liga eine schwere Situation am Ende. Wir hatten noch 6 Spiele in 4 Wochen, hatten 4 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz, haben es dann geschafft, mit 5 Siegen und einem Unentschieden in diese zweite Liga aufzusteigen, wo wir jetzt alle hier sind. Und da sind wir sehr glücklich drüber. Und dieser Aufstieg ist sehr eng mit dem Alex seinen Namen verbunden. Und von dem her nochmal vielen, vielen Dank, Alex, an die Arbeit und auch an die geleistete Arbeit in der zweiten Liga. Aber es ist halt so, leider vielleicht im Fußball immer mal wieder, muss man immer die aktuelle Situation beurteilen. Man muss immer schauen, wie man aufgestellt ist, ob man ein gutes Gefühl hat für die Zukunft. Und wir als Dynamo, ich als Hauptverantwortlicher, was den Sport betrifft, waren dann einfach der Meinung, dass wir eine Veränderung brauchen, um einfach unser gestecktes Ziel von Anfang an, und das ist der Klassenerhalt, nochmal alles dafür zu tun, dass wir uns so aufgestellt sehen, dass wir jetzt im letzten
Drittel bzw. Viertel in der Saison die nötigen Punkte zu holen. Und von dem her bin ich sehr froh, und jetzt leiten wir mal über auf das Jetzt und auf die Zukunft, dass der Rino jetzt hier neben mir sitzt. Wir haben alle letztes Jahr selber erleben dürfen, obwohl wir gegen Ferl einmal gewonnen haben und einmal unentschieden gespielt haben. Auch ein Heimsieg, ein deutliches 4-1, hört sich sehr deutlich an. Aber wir durften selber erleben, wie schwer das ist gegen eine Mannschaft in der dritten Liga, die mit ganz bescheidenen Möglichkeiten es geschafft hat, aus dem vorhandenen Potenzial einfach das Maximum mit jungen Spielern zu arbeiten, Spieler weiterzuentwickeln. Und von dem her durften wir das alles selber erleben. Und wir haben dann unabhängig von der aktuellen Situation, oder ist natürlich auch ein Teil meines Jobs, immer mal wieder dann Leute kennenzulernen, Trainer kennenzulernen, die vielleicht dann irgendwann mal interessant sein können. Und es war jetzt gerade die Situation so, dass es die Möglichkeit gab. Und von dem her bin ich jetzt sehr, sehr froh, Rino, dass wir uns dann nach unserem Kennenlernen vor einiger Zeit einfach jetzt sehr schnell auch darauf verständigen können, dass wir diese Aufgabe jetzt hier gemeinsam angehen. Ralf, dann vielen Dank für deine Worte. Rino, wir kommen zu dir. Wie sind deine ersten Eindrücke in Dresden bei Dynamo? Und ja, wie sieht dein erster Arbeitstag heute aus? Ja, erstmal von meiner Seite aus ein herzliches Hallo in die Runde. Schön, dass wir so zahlreich hier in diesem Raum sind. War auch lange Zeit nicht möglich. Also toll, danke für die netten Worte, Ralf. Was ist mein Eindruck? Ich habe tatsächlich heute das erste Mal dieses Trainingszentrum betreten und ich bin total begeistert. Total begeistert von den Rahmenbedingungen, von den Möglichkeiten. Ich wurde hier durchgeführt und ich habe jetzt nicht festgestellt, dass irgendwas fehlt. Also es ist alles da. Also das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ich war am Wochenende tatsächlich, durfte ich hier in Dresden auch mal die Stadt besuchen. Das ist eine tolle Stadt, was ich so gesehen habe, mit viel Kultur, viel Barock, aber auch eine Mischung aus alt und neu. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich schon, die Stadt weiterhin zu besuchen und noch mehr Eindrücke zu sammeln. Ja, was wird heute gemacht? Heute wird Fußball gespielt. Das ist total wichtig. Das ist auch vielleicht irgendwo eine Überleitung auf mein Ansatz. Ich möchte einfach diesen spielerischen Ansatz hier reinbringen, den ich mag, für den ich stehe. Das ist mein ganz großes Ziel hier. Und da werden wir heute schon mit anfangen. Heute werden viele Gespräche geführt. Ich habe heute schon den Staff kennengelernt, wurde total herzlich empfangen. Super nette Leute. Und jetzt in den nächsten Tagen, oder wir fangen heute schon mit der Arbeit an, mit dem Kennenlernen, mit den Gesprächen. Und dann geht es natürlich gleich auch zum Training. Da wird mit den Spielern gesprochen. Da werden die ersten Inhalte schon mal gesetzt, ohne, keine Angst, die Spieler zu überfrachten. Es wird heute alles einfach gehalten. Die Jungs sollen schnell den Ball am Fuß haben. Das ist der Plan. Ich freue mich drauf. Ich kann es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht erwarten, dass es losgeht. Also fangen wir mit der Fragerunde an. Rino, vielen Dank für den Einstieg von deiner Seite. Ja, du hast schon gesagt, der PK-Raum ist seit langem mal wieder gut gefüllt. Ich habe mal geschaut, es waren jetzt 4 Monate digitale Pressekonferenzen. Deswegen auch nochmal von unserer Seite ganz offiziell. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir wieder in Präsenz zusammenkommen dürfen. Wir haben uns aber trotz allem auch in der Corona-Zeit digital weiterentwickelt, bieten die Pressekonferenz auch live im Stream an. Deswegen auch ein lieber Gruß an alle Dynamo-Fans. Sind aktuell, glaube ich, 1500, die im Stream dabei sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten mit der Fragerunde. Wer möchte den Anfang machen? Jens Maßlich, Dresdner Morgenpost, bitte. Herr Cabretti, hallo. Bevor wir zu Ihnen kommen, möchte ich aber noch mal kurz mit Herrn Becker zurückblicken. Was hat denn die Situation jetzt von der im November unterschieden? Beziehungsweise im November stand auch die Mannschaft noch öffentlich hinter Schmidt. Hat er das Vertrauen jetzt vielleicht auch ein bisschen verloren? Ich
Ich habe es ja in meinem Eingangsstatement gesagt, so eine Beurteilung ist ja irgendwie immer so ein Tages- oder so ein Wochengeschäft. Natürlich haben wir in den verbleibenden oder in den vergangenen 8 Monaten verschiedene Situationen gehabt, wo es gut lief, wo es auch mal weniger gut lief, wo man dann immer wieder schauen muss, was ist das Beste für uns, was ist das Beste für den Verein. Man kann aber dann irgendwie Zeiten oder Situationen sollte man dann irgendwie nicht immer vergleichen. Es war jetzt einfach so, dass wir der Meinung waren oder dass ich der Meinung war, dass es jetzt einfach wichtig ist, hier zu handeln und was zu machen. Und das mache ich auch aus voller Überzeugung. Und von dem her ist die Entscheidung so getroffen worden. Da fallen dann immer viele Dinge irgendwo mit rein. Aber grundsätzlich musst du dann halt irgendwo sagen, machen oder beenden. Und wir haben uns dafür entschieden, jetzt einfach einen Neuanfang hier zu machen. Anschlussfrage noch, Jens? Ja. Wann ist die Entscheidung gefallen? Ich bin am Samstag nach dem Spiel, es war ja ein Abendspiel, von dem her war natürlich dieser Tag dann fast schon rum, habe ich mich selber noch mal kurz mit dem Alex verständigt. Wir haben uns Sonntagmorgen uns dann hier noch mal beim Training zusammengesetzt. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt einfach den Tag oder auch den nächsten 1-2 Tage, um mir meine Gedanken zu machen, um verschiedene Gespräche zu führen. Das habe ich dann auch gemacht, intern mit allen Verantwortlichen. Und dann haben wir letztendlich dann am Dienstagmorgen, wie es verkündet worden ist, dem Alex hier oder ich dann ihm hier mitgeteilt, dass wir uns so entschieden haben. Dann gehen wir eins weiter zur Radio Dresden. Jens Umbreit, bitte. Trainer, herzlich willkommen hier in Dresden. Wie viel Dynamo haben Sie in den letzten Tagen, seitdem Sie wissen, oder Stunden, seitdem Sie wissen, dass es feststeht, geschaut? Und wo sind Sie die größte Baustelle? Wenn man nüchtern auf die Fakten schaut, dann ist es wohl aktuell die Offensive mit nur 3 geschossenen Toren in diesem Jahr. Ja, also ich habe in den letzten Wochen sowieso viel Fußball geschaut, viel zweite Liga geschaut. Ich kenne die zweite Liga, ich kenne Dynamo Dresden und bin der festen Überzeugung, dass wir ja dieses Ziel Klassenerhalt erreichen können. Ja, Baustellen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das haben Sie ja schon gut zusammengefasst, die Torausbeute, da ist einfach, die ist entwicklungsfähig, sehr diplomatisch, ich weiß. Ja, das ist einfach wichtig, dass die Jungs merken, was ist die Alternative. Wir wollen, klar, aus einer guten defensiven Ordnung, da wurde gut dran gearbeitet, da hat das Trainerteam wirklich auch gute Arbeit geleistet. Da müssen wir jetzt ansetzen, dass wir mit dem Ball einfach flexibler werden, dass wir effizienter werden, dass wir auch mal Ballbesitzzeiten bekommen, um den Gegner auch in der eigenen Hälfte auch mal ein bisschen mehr weh zu tun. Und dann werden wir in diesem Zuge auch mehr Torchancen generieren und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder Tore schießen. Also mir ist das total klar und das ist auch mein Ansatz. Yeah, wir wollen Fußball spielen, wir spielen Fußball, um Tore zu schießen und wir spielen Fußball, um Spiele zu gewinnen. Und da werde ich ansetzen. Ne? Es geht weiter mit Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Ja, ich würde dann noch mal gerne am Wochenende ansetzen. Sie haben gesagt, Sie waren in der Stadt und haben Kultur erlebt. Ich nehme an, Sie waren am Samstagabend auch im Stadion. Und war da schon Thema, dass Sie hier Trainer werden könnten? Oder war das noch so allgemeiner Austausch vielleicht mit Ralf Becker, wie er es auch beschrieben hat, diese Kennenlernphase? Oder wie konkret waren wir da schon im Gespräch? Nein, ich war nicht im Stadion. Ich habe mir allerdings die Spiele angeguckt und auch das Spiel angeguckt, auf jeden Fall. Aber da war es tatsächlich noch kein Thema, wie Ralf das eben gesagt hat. Kennen wir uns auch schon aus Drittliga-Zeiten, haben uns da schon ausgetauscht. Intensiviert haben wir das in den letzten Tagen. Tino, noch eine Frage offen, sonst rutschen wir erst mal eins weiter. Ja, dann gehen wir zu Tim Schlegel von der Bild-Zeitung. Herr Capretti, willkommen auch von mir. Alles Gute, auf gute Zusammenarbeit. Die Frage, die mich so beschäftigt, wie lange haben Sie gebraucht, als dieses Angebot kam, um zu sagen, mache ich, dass das ein sehr attraktiver Verein ist, gar keine Frage, aber es ist ja noch nicht so lange her, dass Sie raus sind aus dem Geschäft. Gab es da die Überlegung zu sagen, vielleicht brauche ich mal eine Pause oder brauchen Sie die nicht, weil Sie ja auch schon seit längerer Zeit es feststand, dass Sie also sich eine neue Herausforderung suchen. Wie sind Sie selbst mit der Situation umgegangen? War da sofort da, muss ich nicht überlegen, geht los.
Ja, gute Frage. Und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit. Ja, ich möchte mal so anfangen, dass ich auch dem Sportclub danke, dass das auch alles so reibungslos geklappt hat, dass ich dann auch sehr schnell den Auflösungsvertrag dann unterschrieben habe. Ja, als Ralf dann mich angerufen hat und er mich gefragt hat, wie ich das sehe, dass wir uns treffen, ja, natürlich musste ich nicht lange überlegen. Wir kennen uns schon etwas länger. Ich kenne den Verein. Es ist ein großer Verein mit einer großen Tradition, mit einer riesen Strahlkraft, mit tollen Fans, worauf ich mich auch übrigens jetzt schon darauf freue, die Fans zu treffen. Ja, klar, muss man da nicht lange überlegen. Sicherlich mussten ja, einige Dinge geklärt werden. Ich habe da eine ganz, ganz klare Vorstellung, wie ich Fußball spielen lassen will. Und wir wurden uns auch schnell einig, dass das hier total gut passen könnte. Und ich bin hier hingekommen mit einer ganz, ganz festen Überzeugung, ja, unsere gesteckten Ziele auch zu erreichen. Und wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Weiter geht's mit Stefan Schramm, Dresdner Neueste Nachrichten. Hallo, Herr Capretti, auch von mir. Eine Frage zu der Situation jetzt in den letzten zwei Wochen erstmal. Was haben Sie da genau gemacht seit Ihrer Beurlaubung in Ferl? Kommen Sie gut erholt hier nach Dresden? Haben Sie Urlaub gemacht? Und die zweite Frage, in Ferl waren Sie so ein bisschen ja auch tief im Abstiegsschlamassel drin? Sind dann auch aus dem Grund letzten Endes auch beurlaubt worden? Jetzt ist das Ganze nochmal eine Liga höher. Können Sie Abstiegskampf? Jetzt muss ich gerade mal überlegen, die Eingangsfrage war, was habe ich gemacht? Zeit, genau, ob du dich ein bisschen holen konntest, was du gemacht hast. Ja, also man glaubt das gar nicht, wenn man dann aus dem Tagesgeschäft erstmal dann rausgerissen wird in dem Sinne, in dem Fall, dann erholt man sich sowieso, weil du hast halt eben diese Überlegung nicht, was machen wir morgen, welche Impulse möchte ich setzen, mit wem möchte ich sprechen. Diese ganzen Sachen waren einfach plötzlich nicht da und ich konnte einfach auch mehr Zeit zu Hause verbringen mit der Familie, hat mir total gut getan. Ja, nur dass dann irgendwann die Frau sagte, jetzt muss auch mal im Haushalt ein bisschen was tun. Nein, Spaß beiseite. Wobei, kein Spaß, das war wirklich so. Ja, ich habe mich erholt. Ich habe mich da ein bisschen distanziert von dieser Thematik. Ich hätte mir natürlich ein schöneres Ende gewünscht. Ganz klar, nach 5 erfolgreichen Jahren beim Sportclub hätte ich es mir anders vorgestellt. Aber dann ist das so. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, die ich akzeptiert habe. Und ja, dann war ich aber sehr, sehr schnell auch wieder unterwegs. In dem Sinne, dass ich mir Spiele angeguckt habe, viel von zu Hause aus. Ich kenne die zweite Liga, ich habe mir viele Spiele angeguckt, sodass ich mich auch total bereit fühle und sage, ich stecke voller Energie und die möchte ich verwenden, die möchte ich anwenden. Und das möchte ich hier machen. Die zweite Frage war, ob ich Abstiegskampf kenne. Ja, natürlich ist das jetzt so eine Situation, wir brauchen Punkte, ja, wir brauchen Ergebnisse, das ist ganz klar. Und bei der ganzen Spielanalyse, bei der Kaderanalyse, die ich dann vorher gemacht habe, ich habe mich dann natürlich intensiv mit dem Kader beschäftigt. Und ich sehe einfach dieses Riesenpotenzial, was da drin steckt. Ich habe eine kleine Anekdote, eben beim Durchlaufen habe ich einen Spieler getroffen und er sagte, ja, hier steckt Potenzial drin. Das ist das Erste, was er sagt. Dann sage ich, okay, dann lass uns gemeinsam hier rausholen, das Potenzial und das auf den Rasen bringen. Und da habe ich voll Bock drauf. Deswegen bin ich hier. Wir schauen wirklich erstmal nur auf das nächste Spiel. Wir spielen in Bremen. Es wird natürlich kein leichtes Spiel. Das ist leicht untertrieben, das ist sehr klar. Aber ich möchte der Mannschaft einfach so ein Selbstbewusstsein, so ein Selbstverständnis einflößen, damit wir einfach auch einen Glauben haben, damit wir einfach auch, auch so eine gewisse Überzeugung haben, dass wir da hinfahren und auch was holen können.
hundertprozentig. Und deswegen bin ich hier. Und klar, Abstiegskampf ist so ein schreckliches Wort. Ich sehe das so, wir bereiten uns auf das nächste Spiel vor. Da wollen wir was holen, da werden wir alles für tun. Und was danach passiert, dann reden wir auf der nächsten Pressekonferenz. Die nächste Frage kommt von Philipp Hinze, Sky. Herr Capretti, war es für Sie auch eine Option zu sagen, ich trete erst ab Montag an, denn dann hatten Sie eine ganze Woche vor dem Pauli-Spiel, jetzt starten Sie mitten in der Woche und dann, wie Sie schon sagen, direkt in Bremen, stelle ich mir schon schwierig vor, jetzt eben mitten in der Woche die Mannschaft auf so ein Spiel vorzubereiten. War das im Kopf oder hatten Sie einfach sofort, wie Sie sagen, Bock auf die Aufgabe? Letzten Endes haben da auch mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Zum einen, deswegen galt mein Dank auch an den Sportclub, dass es auch letzten Endes so schnell vonstatten gegangen ist, dass ich den Auflösungsvertrag unterschreiben konnte. Und mein Gedanke war, je schneller, desto besser. Je schneller ich hier bin, desto schneller kann ich Impulse setzen, desto schneller kann ich den Jungs einfach weiterhelfen, desto schneller können wir zusammenfinden, desto mehr Informationen kann ich sammeln. Selbst in meiner Wahrnehmung von mir aus, selbst wenn ich am Freitag übernommen hätte, hätte ich das auch gemacht. Also ich will jetzt einfach schnell mit der Mannschaft zusammenarbeiten, ich will die Jungs schnell kennenlernen und ich will einfach jetzt anfangen zu arbeiten. So, wo machen wir weiter? Bei Ronny Maywald, MDR. Hallo, Sportfrei, auch von mir erstmal viel Erfolg hier in Dresden. Wie würden Sie sich als Trainer charakterisieren, als Typ? Auf was darf sich die Mannschaft da freuen? Auf wen? Danke erstmal. Charakterisieren, ne? Das ist immer so eine heikle Frage, weil eigentlich Beurteilen stellen eigentlich andere eher an. Ich glaube, dass ich ein sehr, sehr offener Typ bin. Ich bin gelernter Pädagoge. Ich habe irgendwann mal auf Lärm studiert und wusste immer schon, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, dass ich Dinge vermitteln möchte. Das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht. Und darauf können sich die Jungs freuen, dass ich jemand bin, der eine ganz klare Auffassung vom Fußball hat und natürlich auch fordere, dass die Jungs auch offen sind für neue Inhalte. Und ich möchte natürlich auch Umsetzung sehen, aber ich trete auch immer gerne in Dialog mit den Spielern, mit Führungsspielern oder egal welchen Spielern und bin mit denen in Austausch. Um die Frage zu beantworten, ein offener, kommunikativer, aber auch fordernder Typ. Ronny, Anschlussfrage noch? Ja. Vielleicht an Ralf Becker noch. Können wir zur Vertragssituation was sagen, soweit das möglich ist? Wie lange gilt der Vertrag, für welche Ligen etc.? 2024, nur zweite Liga. Klar und präzise. Wo machen wir weiter? Ich schaue in die Runde. Tim Schlegel nochmal von der Bild. Herr Capretti, vielleicht können Sie uns kurz mitnehmen in Ihre familiäre Situation. Der Name lässt daraus schließen, dass es tatsächlich mal italienische Wurzeln gibt. Wie ist die Situation? Und vielleicht ganz kurz, wo wohnt Ihre Familie, Frau und Kinder? Wie werden Sie das handeln? Wird es da erstmal eine Distanz geben oder sollen die so schnell wie möglich nachkommen? Ja, der Name klingt italienisch, ist er auch. Ich bin in Italien geboren. Ich bin halb Italiener das war die erste Frage, richtig. Und die zweite Frage, meine Familie lebt noch in Gütersloh, meine Frau und meine zwei Kinder. Es war jetzt in der Schnelle, in der Kürze einfach keine Option, alle rüberzunehmen, weil einfach meine Kinder schulpflichtig sind. Das war jetzt einfach wichtig, dass ich jetzt hier vor Ort bin, so schnell wie möglich und anfangen kann zu arbeiten. Und alles andere wird sich jetzt einfach einspielen. Und ich kann nichts ausschließen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Familie für immer da bleibt oder was heißt für immer in der Zeit oder ob die nachkommt. Das wird einfach die Zeit zeigen. Aber Sie sind der Hausarbeit sozusagen gerade noch so entkommen. Das war auch ein Grund, warum wir es so schnell gemacht haben. So, weiter geht's bei Tino Meyer, Sächsische Zeitung.
Herr Becker, nachdem der Herr Capretti seine private Situation dargestellt hat, wenn man beim Biografischen weitergeht, bei ihm da eine Frage an Sie. Herr Capretti ist 40, hat noch nie in der zweiten Liga trainiert. Die Frage nach Abstiegskampf kam schon. Sehen Sie eine Gefahr, dass das ein zu riskantes, ich sage es jetzt nicht Manöver, aber dass die Personalauswahl, dass da ein gewisses Risiko drin liegt? Nein, überhaupt nicht, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir, so wie wir schon auch letztes Jahr nach dem Abstieg aus der zweiten Liga in die dritte Liga hier gearbeitet haben und immer versucht haben, eine Struktur zu schaffen mit jungen Spielern, gepaart mit alten Führungsspielern, haben wir immer den Anspruch oder wird, solange ich dann auch die Verantwortung trage, immer das Anforderungsprofil haben, Trainer zu holen, die einfach auch die Qualität und die Fähigkeit haben, Spieler weiterzuentwickeln, weil wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir unsere sportlichen Ziele nicht erreichen. Das hängt natürlich irgendwo auch zusammen. Also wir haben uns hier für einen Weg entschieden. Den haben wir letztes Jahr mit dem Aufstieg geschafft. Bei allem, sagen wir, bei allem Brisanz, oder wir sitzen ja heute hier, weil wir eine neue Trainerkonstellation haben. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass alles gut lief dieses Jahr, aber trotzdem ist die Tabellensituation jetzt nicht so, dass wir, ich sag mal, Vergleich da vielleicht mit vor zwei Jahren, ist das immer noch eine Situation, wo wir ganz, ganz viele Möglichkeiten haben und sehr selbstbewusst sind und das mit breiter Brust auch sagen. Wir werden nächstes Jahr hier, wir müssen einfach jetzt Ruhe bewahren, weiterarbeiten, auch dafür zu sorgen, dass wir alle hier zusammenhalten, wir im Verein, auch die Fans von außen, und dann werden wir nächstes Jahr hier ein Zweitligaverein sein. Und es wird immer darum gehen, zu entwickeln, und von dem her sehe ich das überhaupt nicht, weil der Rino bewiesen hat, bei einem Verein mit weitaus wenigeren Möglichkeiten, wie wir sie haben, Spieler zu entwickeln und auch mit dem SC Verl, ich weiß nicht, was ihr letztes Jahr genau geworden seid, aber ich sag mal, irgendwo im ersten Tabellendrittel eine Position zu erreichen, die weit mehr hergibt als das, was sag mal, das Budget hergibt. Und das sind für mich einfach, das ist für mich das Entscheidende, wie qualitativ arbeitet ein Trainer, aus welchen Möglichkeiten macht er was, passt er zu uns. Und da fand ich einfach, dass es absolut eine Top-Lösung ist. So, wir haben jetzt etwa ein halbes Stündchen gespielt. Rino, ich gucke auf die Uhr, dass du pünktlich in die Trainingsklamotten dann kommst. Ich sehe aber noch eine Frage von Sven Rohrbach, MDR, bitte. Ja, guten Tag. Ich habe auch mal Lehramt studiert, deswegen interessiert mich die Fachrichtung, die Sie studiert haben. Ja, eigentlich alles das, was man für einen Abstiegskampf braucht. Ne? Sport, Mathematik und katholische Religion. Und eine Frage noch zu den Co-Trainern. Bringen Sie jemanden mit? Bleibt die Konstellation so? Nein, ich bringe niemanden mit. Die Konstellation bleibt so. Wie gesagt, ich habe die Jungs eben gerade schon kennengelernt. Mit dem einen oder anderen habe ich gestern auch schon telefoniert und Kontakt aufgenommen. Die Kommunikation läuft super. Wir bereiten gerade das Training vor. Ich kann mich auf die Jungs verlassen. Das ist momentan ein richtig guter Einstieg, machen einen richtig guten Eindruck, die Jungs. Aber ich kann natürlich in den nächsten Tagen mehr sagen. Ihr könnt euch auch gleich selbst einen Eindruck verschaffen. Das Training wird 15 Minuten für euch geöffnet sein. Sind noch Fragen offen? Ich schaue noch mal in die Runde. Ansonsten sehen wir uns ja auch in zwei Tagen schon wieder, wenn es dann heißt Spieltagspressekonferenz vor dem Auswärtsauftritt beim SV Werder Bremen. Wenn jetzt kein Handzeichen mehr kommt, dann sage ich vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank Ralf, vielen Dank Rino. Guten Start bei der Sportgemeinschaft. Und allen Zuschauerinnen und Zuschauern vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.